Hallo liebe Spielzeugfreunde, heute gibt es ein Spezial. Und zwar geht es heute um Predator, wo ich mein werter Kollege mehr reden kann als ich eben darüber. Deswegen. Predator kennt eigentlich eh jeder. Der erste Teil mit Arnold Schwarzenegger, mit unserem Arnie. Zweiter Teil dann in der Stadt. Ja, auch schon richtig haben wir. Und dann natürlich dann die restlichen Filme Alien vs. Predator, Predators und Schieß mich dort was noch. Und dazu gibt es nämlich auch jetzt schön neue Figuren vom Predator selber. Mhm. Wir haben hier schon einmal den ersten, das wäre mit, haben da noch die Verpackung, von der Hunter Season. Mhm. Ich hoffe, der bleibt stehen. Die wollen schon ein bisschen, ich mache ein bisschen Assistenz heute, oder? Ja, mach den Asi. Mhm. So. Das ist mal der City Hunter, was ich weiß. Mhm. Also man sieht typisch, wie man es kennt, die Maske. Er ist komplett bewegbar, also man hat Schultergelenke, Ellbogengelenk. Lass mal los, danke. Die Hände genauso komplett beweglich, also richtig schön gemacht. Wie genau wie hier. Was richtig schön ist, ist das Gelenk da. Mhm. Also man hat viele Posen für Fans von der Reihe zum Aufstellen. Richtig super. Wenn der Untergrund passt. Verstehen tun es nur nicht richtig gut. Ja, stehe nicht sicher. Es lassen sich die Fußgelenke, was ich gesehen habe, auch richtig verstehen, dass man das natürlich dann. Also richtig komplett beweglich. Ja. Bei dem zum Beispiel. Was nicht fehlen darf, ist die Plasma-Schulterkanone, die Klingen, der Kampfstab und alle. Jeder hat sich schon mal das gewünscht, dass es auch nicht funktioniert, die Disc. Die Smart Disc. Jeder, der den Film kennt, hat sich gewünscht, ich will, dass der Alarm und das soll auch funktionieren. Die Disc erinnert mich eigentlich nur stark aus dem Film, eben, falls ihr ihn kennt, mit Dolph Lundgren, Dark Angel, die Disc. Ich komme in Frieden. Nee, aber sie sind schön gemacht von der Maserung, also von den Mustern her. Mhm. Bei jeder Predator hat seine eigene Musterung ja genauso gehabt. Ich finde sie richtig schön gemacht, detailliert gemacht. Und vor allem finde ich es ziemlich lustig, dass man sie in den Spielzeugläden überhaupt jetzt findet. Ich meine, haben die Kids heute irgendwie einen Bezug dazu? Nein, irgendwie nicht, oder? Predator, der eine Predator-Film, der rauskommt, ist im Kino, vielleicht ja, wenn dann mehr durch die Videospiele. Mhm. Ja, aber auch nicht so viele. Predator ist es nur das Videospiel, aber sonst wird es kaum einen Bezug dazu geben. Mhm. Na egal. Und dann nehmen wir gleich da den nächsten. Den, der schon entweder sich tarnt oder aus der Tarnung gerade rauskommt. Mhm. Und man sieht durch die sehr hellen Stellen, nicht gefärbten, durchsichtigen Stellen. Mhm. Bei ihm ist es halt so, die Armklingen wesentlich länger. Ja, wahrscheinlich schon ausgefahren, oder? Ja, aus Alien vs. Predator kennt man es, dass sie sich ausfahren, sogar umdrehen könnten. Also einmal komplett umdrehen wäre auch möglich. Mhm. Er hat dann auch noch die Elektroklaue dabei. Ja, die heißt doch. Mhm. Hat man mal vielleicht flüchtig gesehen, wer Predator 2 kennt. Ist nur im Maßstab klein und wird aus einer Kanone gefeuert. Mhm. Genauso jeder Predator die Schulterplasma-Kanone. Und bei ihm sieht man auch wieder die Maserung. Er ist halt in Silber gehalten, durchsichtig, aber genauso voll beweglich. Schaut richtig schön aus. Ja, wobei ich jetzt mal bemerkt habe, wenn wir es irgendwie auspackt haben, also die Maske lässt sich nicht abnehmen. Das ist ein kompletter Teil von dem Ganzen. Ja. Das geht nicht herunter, ist schade. Wäre vielleicht noch nett gewesen, eben, wenn das gehen würde, also dass man es irgendwie hätte hinten einrasten lassen können, aber macht eigentlich auch nichts. Aber ich sage mal so, markant machen es eher die Masken eigentlich aus. Genau, die Masken machen eigentlich das Hauptproblem, weil jeder weiß, wie der Predator unter der Maske aussieht, der den Predator kennt. Dann haben wir hier den Dschungel-Predator. Der ist aber dann eher aus dem Teil mit dem Schwarzenegger, oder? Nein. Nein, doch nicht? Weil selbst der mit aus dem Schwarzenegger hat nämlich auch die zwei Klingen gehabt. Nur kürzer. Wie gesagt. Wenn, dann könnte man entweder sagen, er wäre aus den neueren Teilen, entweder aus Predators
den Film danach oder dann der neue, das Predator, das Upgrade. Genau. Upgrade, ja, hat er geheißen, ja. Also soweit habe ich noch nicht. Ja, noch nicht. Ich habe noch nicht. Muss man noch anschauen. Mhm. Aber genauso wieder da. Die Schulterkanone, der ist halt in grün-braun gehalten. Oder Bronze eher. Für Dschungeltarnung. Und die Plasma, eine größere, stärkere Schulterkanone. Wo wir jetzt aber noch nicht rausgekommen haben, ob die abnehmen. Ja, wir waren ja vorsichtig. Mhm. Wollten ja schauen, dass wir es nicht so herunternehmen, weil da auf der Seite. Ich meine, es schaut jetzt nicht fragil aus. Ich meine, das Material selbst, damit wir jetzt nur darauf ansprechen können, es ist auch kein Plastik, es ist eher ein. Na doch, der Körper ist selber Plastik. Aber bei den Dreads und so weiter ist es eher gummiartig. Mhm. Ja. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, eben muss man keine Angst haben, dass irgendetwas abbricht bei den Figuren. Die Klingen selbst auch sind eher weich. Ja, also nicht Hartplastik, dass da irgendwas abbrechen kann. Also, aber trotzdem sind sie schön gerade und nicht immer meistens verbogen, wie man es bei anderen Sachen kennt. Das stimmt. Also wir haben uns das so weit nah angeschaut eben. Die Füße sind eben wie in unserem anderen Video bei den Figuren von Masters of the Universe unten auch an der Sohle auch bewegbar. Mhm. Ja, damit man richtig den festen Stand eben hinkriegt. Und natürlich oder die, je nachdem. Die, wie viel? 26 verschiedene? 25 verschiedene Posen eben damit machen kann. Ich finde, also ich habe die Figuren gefunden, eben für uns bei Smith Toys. Kostenpunkt pro Figur 11,90. Ist aber günstig für die Figuren. Ja, dafür, dass es solche Figuren sind. Mhm. So, jetzt versuche ich nicht zum Stehen zu kriegen. Passt. Ja, also 11,90 pro Figur bei Smith Toys ist ein Kaufwert für jeden, der eben auf Predator steht. Ja, könnte eigentlich sonst nicht mehr dazu sagen, also damit ihr wisst, wo wir das bezogen haben. Und ja, das war's eigentlich eben. Genau, also mehr könnten wir jetzt nicht dafür sagen, was jetzt neu da jetzt in Sachen Predator rausgekommen ist. Über Alien oder so habe ich jetzt nichts gesehen. Ich bin durchgegangen, die großen Gänge, also ich glaube auch eher nicht. Da kann ich mal was von mir mitnehmen, also da habe ich mehr als genug. Okay. Da können wir gerne mal ein Video über Alien machen. Mhm, mh. Da habe ich ein paar. Oh, das ist ein Versprechen. Mhm. Können wir gerne machen. Okay, dann wird es ein Video über Alien geben. Gut, das ist bei unserem neuen wackeligen Tisch, wie Sie bemerkt, ist ein bisschen schwierig jetzt hier. Ja, dann gibt es beim nächsten Mal. Oder wenn wir mal ein Alien-Special machen. Bei unserer nächsten Reihe, also nach unseren vier Videos, die jetzt wöchentlich kommen, dann ein Alien-Video, was dazwischen geschoben wird. Ja, da bin ich aber auch dann sehr gespannt drauf. Gerne doch. Das würde ich dann selber gerne wissen. Ja, wir haben nebenbei an euch, also das ist jetzt von mir initialisiert, falls ihr uns einmal Fragen jetzt direkt einmal stellen wollt, wir sind nämlich dabei jetzt ab dem nächsten Monat ein Video für Fragenbeantwortung zu geben, zum Beispiel, wie kommt ihr dazu, wie wollt ihr zu dem Spielzeug. Woher habt ihr es? Okay, wie lange macht ihr das schon? Seit wann seid ihr interessiert oder so weiter? Wir würden da gerne von euch eure Fragen, die ihr uns stellt, quasi als Interviewfragen, als Video Zurückantwort euch geben. Das heißt, wir werden jetzt nach diesem Video und drei weiterfolgenden dann euch eure Fragen gerne beantworten. Das heißt, jetzt zur Zwischenzeit und in den Videos, die wir jetzt machen, einfach die Fragen zwischendurch zu stellen. Die wir dann natürlich dann in unserem Spezialvideo, was uns betreffend ist als Person jetzt einmal, euch dann zeigen werden natürlich, also beantworten zeigen. Genau, also die kommen, Tage reinschmeißen, wir werden die ganzen sammeln und dann... Würden uns gerne freuen, also ihr könnt uns gerne Fragen stellen und ja, freuen uns eure Fragen dann zu beantworten. Genau. Ja, passt, das war's eigentlich von heute, für heute wieder mal. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht, überhaupt beim Auspacken und überhaupt dann ein bisschen rumspielen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.